Und als erstes zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Peter Samt. Bitte, Herr Bundesrat, du bist am Wort. Danke, Herr Präsident, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher im Livestream und an den TV-Geräten. Wir alle haben heute schon sehr viel gehört, historisches Ergebnis. Ich kann also hier diesen Bereich über das Klimaschutzabkommen in Paris einigermaßen kurz halten. Prägnant waren natürlich die Bereiche, wo es darum gegangen ist, wo die Frage auch im Ausschuss gestellt wurde, was passiert, wenn sich ein Staat oder mehrere Staaten, die das dann zwar unterzeichnen, vielleicht sogar ratifizieren, aber sich dann nicht halten werden an dieses Abkommen. Genau, nämlich es wird nichts passieren, es gibt keine rechtlichen Möglichkeiten, es gibt also nicht so wie in der EU es durchaus üblich ist, irgendwelche Vertragsverletzungsverfahren, die zu Strafzahlungen der Staaten führen. Das gibt es alles nicht. Man denkt und hofft an das Gute im Menschen. Was noch aufgefallen ist, und das wurde heute auch schon ganz kurz erwähnt, für mich schon ein Punkt, der nicht gleich so zur Tagesordnung mich übergehen lässt, der Schiffs- und Flugverkehr ist ausgenommen. Und dahinter steht, dass man dort auf die Frage, was passiert damit, doch gemeint hat, naja, man wird es dann durch etwaige Klimasteuern dort in irgendeiner Form versuchen abzugelten, wird aber nichts anderes bedeuten, dass für den Endkunden dieser Bereich teurer werden wird, weil ja ganz sicher die Unternehmen das auf den Endkunden abwälzen werden. Spannend dabei ist, dass die EU vor nicht allzu langer Zeit noch ausgegangen ist davon, dass der Schiffsverkehr 2% der Gesamtumweltverschmutzung darstellt. Greenpeace hat da andere Zahlen. Greenpeace hat also schon 2008 mitgeteilt, dass es über 4,5% sind und diese werden bis 2020 um ca. 30% noch steigen. Detail dabei ist der klassische Schiffsverkehr. Ich weiß schon, dass da Innovationen gegeben hat bei Kreuzfahrtschiffen und so weiter. Gibt es schon Hybridschiffe. Das ist schon der Weg in die richtige Richtung. Aber die gesamte Frachtschifffahrt fährt mit Schweröl. Und das, geschätzte Damen und Herren, ist ein Umweltverschmutzer erster Güte, weil das ist also ein Abfallprodukt der Raffinerie, der hier massiv verbrannt wird und zu einer massiven Verschmutzung führt. Also herzugehen und zu sagen, naja, das ist alles nicht so aufgeregt, da gibt es schlimmere Verursacher, das stimmt nicht ganz. Dann kommt der Luftverkehr. Auch hier geht man davon aus, dass der Luftverkehr ca. 3,5% des gesamten Verschmutzungsbereichs ausmacht. Und es ist besonders fatal beim Luftverkehr, weil ja die Luftverschmutzung in den oberen Atmosphärenschichten stattfindet und daher sich ableiten lässt, dass er bis zu fünffach höhere Treibhauswirkung erzielt wird. Also wenn man jetzt dieser Negativschätzung folgen kann, und da sollte man durchaus negativ denken, werden bei diesem Klimaabkommen über 10% in der Zukunft der CO2-Emissionsverursacher nicht berücksichtigt. Wie der Kollege Dörfler heute schon gesagt hat, auch die Atomkraft wird ja teilweise von vielen EU-Staaten als ihre Möglichkeit zur Energieerzeugung sogar teilweise als klimaneutral dargestellt. Wir wissen, dass wir hier große Probleme haben, vor allem von der Entsorgung der Abfallmaterialien. Also bedeutet, viele Staaten, auch viele EU-Staaten, werden hier kaum was tun, weil sie sich den Ausstieg aus dieser Art von Energiegewinnung entweder nicht leisten können oder sich nicht leisten wollen. Aber gestatten Sie mir, den wesentlichen Teil meiner Wortmeldung eigentlich in eine andere Richtung zu lenken. Und es wird natürlich so sein, dass der Kollege Schenach heute noch aus der Kiste hupfen wird, weil wir ja das Sinnbild für ihn sind, weil wir das Sinnbild dessen sind, dass wir sogenannten obskuren Studien und Verschwörungstheoretikern glauben, so wie er also viele Wissenschaftler darstellt. Ich erinnere mich an eine Wortmeldung vor kurzem und er sozusagen hier der Meinung ist, dass also so wie diese hochgelobten 1000 EU- und UN-Klimaforscher, die recht haben und alle anderen liegen falsch. Wie gesagt, da werden wir uns ja heute noch einiges anhören können. Aber die Frage stellt sich für uns natürlich schon,
Was wird passieren, meine Damen und Herren, wenn wir noch Milliardenzahlungen und Investitionen in alle Richtungen, in Richtung der dritten Welt und auch im eigenen Bereich am Ende des Tages feststellen? Nehmen wir mal sogar an, es wird sich die USA und China und Indien hier an diesem Prozess beteiligen, die ja immerhin die Hälfte des gesamten Verursacherpotenzials darstellen. Was werden wir machen, wenn wir feststellen, dass das alles nichts hilft? Was werden wir festmachen, wenn wir feststellen, dieser Weg, den wir glauben zu gehen, dieser sehr stark überhebliche Weg, dass wir Menschen sozusagen jetzt die großen Verursacher sind, und wenn das weg ist und wenn wir CO2-neutral sind, dann ist das alles erledigt. Ich hoffe ja auf die Aussage, die wir gehört haben im Ausschuss, dass es einen sogenannten Plan B gibt. Aber meiner Meinung nach gibt es diesen Plan B weder global, noch gibt es ihn auf der EU-Ebene. Und gestatten Sie, meine Damen und Herren, nur zu glauben, wenn ich die Beseitigung der Umweltschäden, also die Katastrophenhilfe nach den Katastrophen, die stattfinden, die jetzt schon stattfinden und stattfinden werden, als Plan B bezeichne, dann ist das für mich ganz eindeutig zu wenig. Weil wir werden, und das ist ganz sicher nicht nur eine Theorie, wir werden mit dem von Ihnen jetzt so hoch bejubelten Klimawandelabkommen und Klimaabkommen, dessen Ziele und die darauffolgende, hoffentlich wirkende, klimageheilte Welt sein wird, mit dem alleine werden wir unseren Nachkommen kein leichtes Leben und kein leichtes Überleben hinterlassen, weil das hartnäckige, und das sage ich in aller Klarheit, das ist hartnäckige Festhalten an der Theorie, dass ausschließlich das von Menschen verursachte CO2 ausschließlich für die globale Klimaveränderung verantwortlich ist, ist überheblich, ist Realitätsverweigerung und letztendlich fahrlässig und gefährlich. Und ich möchte am Ende meiner Ausführungen schließen mit einem Statement des vielfach ausgezeichneten britischen Wissenschaftsjournalisten und jahrelangen Herausgeber des New Scientist und BBC-Autor Nigel Calder, der im Jahre 1998 gesagt hat, alle Parteien der Industriestaaten, ob rechts oder links, werden die CO2-Erderwärmungstheorie übernehmen. Das ist eine einmalige Chance, die Luft zum Atmen zu besteuern, weil sie damit angeblich die Welt vor dem Hitzetod bewahren. Erhalten die Politiker dafür auch noch Beifall. Keine Partei wird dieser Versuchung widerstehen. In einer Sache, meine Damen und Herren, hat er sich geirrt. Wir, die FPÖ, werden dem nicht zustimmen. Peter Samt von der FPÖ Steiermark warnt davor, dass der Weltklimavertrag nicht in Kraft treten könnte, weil nicht genügend Industriestaaten zustimmen würden. Er fordert einen Plan B für den globalen Klimaschutz. Eduard Köck von der ÖVP Niederösterreich ist nun am Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Minister, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Gäste hier und an den Fernsehgeräten. Lieber Peter Samt, da war aber jetzt auch mindestens so viel Kugelwahrsagerei dabei, wie du selbst einen Kollegen vorgeworfen hast in deinen Ausführungen. Ich kann das auch nicht verstehen, diese Logik der FPÖ immer wieder hier zu sagen, weil vielleicht nicht alle mittun und weil nicht alle Bereiche in diesen Abkommen mit einbegriffen sind, werden wir nicht zustimmen. Das ist ungefähr so, wenn alle anderen Bundesländer außer Kärnten gesagt hätten, weil die Kärntner wahnsinnige Haftungen, die 10-mal so hoch waren, wie ihr Jahresbudget eingegangen sind, machen wir das auch alle. Gott sei Dank gibt es verantwortungsvolle Politiker in deinem Land und wir haben das nicht gemacht. Deshalb sind wir nicht dort, wo Griechenland ist. Und deswegen werden wir auch hier die Verantwortung tragen, die ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte hier auf zwei Kritikthemen zuerst einmal Bezug nehmen. Das eine ist, dass die Wirtschaft möglicherweise Nachteile haben könnte gegenüber eben jenen Ländern, die nicht mittun. Nun, wir haben in der EU zum Beispiel einen Emissionszertifikathandel, der es ermöglicht, dass Länder oder Betriebe, die ihre Richtwerte nicht erfüllen können, sich von anderen Ländern oder Betrieben
Zertifikate kaufen, damit sie damit dann diese Richtwerte erfüllen können. Nun war Deutschland immer ein sehr großer Käufer von solchen Zertifikaten. Durch den Ausbau von Bioenergie, vor allem Biostrom, haben sie aber nicht mehr so viel kaufen müssen. Und deshalb ist der Preis für diese Zertifikate sehr stark gefallen. Und jetzt hat man festgestellt, dass trotz dieses niedrigen Preises für diese Emissionszertifikate konnte nachgewiesen werden, dass jene Firmen, die nicht vom Zertifikatszwang befreit waren, ihre Emissionen schneller senken als der Durchschnitt, ohne Arbeitsplätze und Exporte zu verlieren. Das ist also schon sehr bemerkenswert, denke ich. Und das zweite Kritikthema ist immer wieder, womöglich gibt es gar nicht genug Energie, um die Energie, die wir jetzt schon brauchen, zu ersetzen. Nun, auch da ist mir eine Studie in die Hände gekommen, die besagt, dass es reichen würde, wenn wir eine Fläche wie Frankreich mit Photovoltaikanlagen ausstatten, dass wir mit dem damit produzierten Strom das gesamte Erdöl ersetzen könnten, welches wir jetzt für die Mobilität brauchen. Das heißt, wir brauchen hier nicht Angstmacherei zu betreiben und Kritik machen. Wir sollten mit Mut an dieses Thema Klimawandel herangehen. Denn wir werden neue Energiequellen erschließen. Wir werden das mit neuen, komplexen Art der Technik machen. Es wird unsere Mobilität nachhaltig verändern und es wird große Chancen für unsere Wirtschaft geben. Wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, dass gerade in dem Bereich unsere Wirtschaft in vielen Dingen Weltmarktführer ist. Und ich glaube, dass Sie auch in Zukunft hier Chancen haben werden und hier also sicherlich auch Arbeitsplätze produziert werden können. Dann geht es auch um Regionalentwicklung. Der Herr Minister hat es schon angesprochen. Wie viel Geld hier wegfließt. Alleine in unserem kleinen Bezirk Waidhofen der Theier mit 30.000 Einwohnern schicken wir jedes Jahr 40 Millionen Euro nach Dubai, nach Russland, nach Libyen. Wenn wir es schaffen, dieses Abkommen tatsächlich umzusetzen, werden diese 40 Millionen hier bei uns bleiben und werden sich bei uns in der Region vermehren. Und wie wir es schaffen, dazu meine ich zumindest, das Wichtigste, Bewusstseinsbildung. Bewusstseinsbildung im privaten Bereich. Wie weit reist unser Essen? Wo ist unsere Kleidung her? Womit fahren wir? Bewusstseinsbildung im Arbeitsbereich. Da ist mir gerade heute ein sehr gutes Beispiel in die Hände gekommen, und zwar der Geschäftsbericht der Wirtschaftskammer Österreichs. Sie machen seit 5 Jahren ein Projekt über den ökologischen Fußabdruck, wo Sie in allen Ihren Arbeitsprozessen jeden Arbeitsprozess nach dem ökologischen Fußabdruck bewerten. Und hier konnten Sie in den letzten 5 Jahren diesen CO2-Ausstoß in Ihrem gesamten Firma um 15% reduzieren. Und ich denke, solche Projekte sind wichtig, weil jeder Mitarbeiter wird daran denken, was er mit seinem Handeln bewirkt. Und wir brauchen natürlich auch Bewusstseinsbildung in unseren Freizeitbereichen und bei den Behörden. Die Gemeinden sind sehr wichtig, wenn sie Projekte anreißen, wie Bauen von Ökostromanlagen, wie Fahren mit Elektromobilität und vielen anderen Bereichen, wo wir der Bevölkerung aufzeigen können, dass diese Technik tatsächlich möglich ist und dass wir damit auch unseren Lebensalltag bewältigen können. Die Länder sind sehr wichtig, wie sie ihre Förderungen gestalten. Wir haben das heute schon gehört. Und natürlich ist auch der Bund sehr, sehr wichtig, wie in welche Richtung er geht. Hier möchte ich 2 kleine Kritikpunkte anbringen. Das eine ist, dass wir hier nicht diese Bewusstseinsbildung im Bund betreiben, wie in vielen anderen Bereichen. Es gibt fast in jeder Gemeinde eine Elektrotankstelle. Wir haben bei allen Landesregierungen Elektrotankstellen. Hier im Parlament haben wir leider keine. Kollege Bum und ich fahren mit einem Elektroauto. Wir haben schon bei der jetzt verstorbenen Nationalratspräsidentin Brammer angeregt, eine zu bauen. Leider wurde es abgelehnt. Wir haben schon Kostenvoranschläge gebracht. Es wäre nicht zu teuer. Mit 5.000 wären wir dabei. Und ich meine, es würde den Staat Österreich nicht umbringen. Vielleicht kannst du uns dabei unterstützen, dass wir dieses Anliegen auch umsetzen können. Der zweite Kritikpunkt ist das Ökostromgesetz. Es hängt noch immer in der Schleife. Viele Ökostromerzeuger stehen eigentlich vor dem Konkurs und ich bitte hier wirklich dahinter zu sein, dieses Konzept mit den Tarifen für ein paar Bereichen wirklich umzusetzen. Ich bitte hier wirklich auch die SPÖ und den Minister Stöger hier
diese Betriebe nicht im Umland zu lassen. Sie brauchen es, sonst können sie ihre Biomasseanlagen zusperren und gehen in Konkurs. Vielleicht sollten wir hier auch umstellen auf eine andere Bezeichnung. Ich habe vorher vom Emissionszertifikatshandel gesprochen und auch wir Österreich haben schon Zertifikate um hunderte Millionen gekauft und mit jedem Kilowatt produzierten Ökostrom reduzieren wir diesen Bedarf an Zukauf von Zertifikaten. Vielleicht sollten wir es umbenennen an einen Zuschlag zum Einspeisetarif, weil wir Emissionszertifikate verhindern. Wir müssen der Verantwortung um einen lebenswerten Lebensraum für unsere Enkel gerecht werden und wir werden diesem Abkommen zustimmen und es damit auch ratifizieren. Unsere Fraktion wird das tun. Jene, die das nicht tun, müssen das mit ihren Enkeln ausmachen. Die FPÖ geht wieder einmal mit der Leichtigkeit des Brexits an dieses Thema und wenn es ernst wird, dann waren wir alle nicht da, sind nicht mehr dabei oder wollen nichts davon wissen. Dir, Herr Minister, muss ich einen Lob aussprechen. Du warst ein wichtiger Verhandler in Paris. Es ist nicht einfach, 178 Staaten auf eine Linie zu bringen. Manche sagen, den Klimawandel gibt es gar nicht. Manche wollen nichts tun. Das ist schon ein sehr langwieriger Prozess und wir Österreicher und gerade du sind da sicher immer wieder Vorreiter. Dafür wirklich ein herzliches Dankeschön und einen großen Lob. Und das möchte ich dir jetzt auch noch in einer zweiten Sache aussprechen, die nichts mit dem Klimaabkommen zu tun hat. Und zwar mit der Verwaltungsreform. Du bist der erste Minister, der angekündigt hat, 7 Bundesgesetze zu streichen, der viele Bewilligungsdatbestände entfallen lassen wird und zu bloßen Anzeigenverfahren umwandeln wird und sehr viel Reduktion bei Unterlagenbeschaffung machen wird. Ich denke, du bist einer, der hier auch wieder die Latte ganz hoch legt für alle anderen und ich hoffe, alle anderen werden hier nachfolgen. Danke. Eduard Köck von der ÖVP Niederösterreich sagt, durch neue Energiequellen könne man nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch Arbeitsplätze schaffen. Wichtig für den Klimaschutz sei auch die Bewusstseinsbildung bei den Österreichern, etwa was die Herkunft von Nahrungsmitteln angeht.